Schmidt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Beigeheiler. Es freut mich außerordentlich, Sie heute Abend hier bei uns in Eptingen begrüßen zu dürfen, im Namen von Gemeinderat. Es freut mich auch, dass hier oben einmal etwas geht, auch auf einem politisch. Und wir sind hier am obersten Teil des Baselbiets sozusagen, direkt am äußersten Rand von diesem ganzen Wahlkampfplakat-Dschungel. Und also besser gesagt, es ist ja fast schon ein Wald. Und das ist das, was eigentlich uns auch verbindet. Weil Wald und nochmal Wald und nochmal Wald, das haben wir hier in Eptingen. Unsere Gemeinde hat mit 443 Hektar von der Gesamtfläche 40% bewaldet. Auf den anderen 60% wird Milch- und Fleischwirtschaft betrieben, gehäut und gewandert in den Hügeln. Und im Talgrund hat sich eine reiche Gewerblandschaft angesiedelt. Und, meine Damen und Herren, was haben wir noch in diesem Eptingen? Wir haben Wasser, und das auch reichlich. Man sieht es auf den Tisch. Und ich muss sagen, nicht ohne Stolz, berühmt worden sind wir genau wegen dem Eptingen Mineralwasser. Eptingen ist immer schon und immer noch ein Synonym für Schweizer Mineralwasser schlechthin. Versuchen Sie es selber einmal, indem Sie zum Beispiel in Wallis oder irgend im Bernbiet einmal in einem Restaurant ein Eptingen bestellen. Der Kellner wird Sie verstehen und wird höchstens nachher fragen, ob Sie mit oder ohne Gas wollen. Aber dass es um Wasser geht und um Schweizer Wasser, das ist eigentlich klar. Vielleicht bringt am Schluss ein Walzwasser, aber das sind jetzt hier nicht entscheidend. Wir befinden uns hier auf 600 Meter und wir haben ca. 550 Einwohner hier in Eptingen. Wir sind also anzahlmässig eigentlich eine kleine Gemeinde, aber von der gesamten Bodenfläche sind wir doch die sechstgrösste Baselbieter Gemeinde. Das müssen wir auch mit Stolz sagen. Wir haben alle auch schon freche Stimmen gehört, die behauptet haben, wir hier oben, wir haben den Tunnelblick, respektive wir schauen ja gerade andauernd nur in die Röhre. Und das ist natürlich ganz und gar nicht so, obwohl wir natürlich das Einfallstor zum Mittelland sind, das ist klar. Aber wir haben Weitblick und wir haben auch einen kolossalen Überblick. Und das sieht man auf diesem schönen Bild vom Oberbölchen. Im Winter ist das aufgenommen. Bei so einem einmaligen Blick, gerade vor der Haustür, wird manche Auswärtige Platz verneint und schaut selber zünftig in die Röhre. Und wer das Geniessen versteht, wer die Natur und das Wandern an der stotzigen Jurahang liebt, der liebt, der lebt und liebt Eptingen gut. Oder kommt allenfalls auch gerne wieder zurück nach einem Ausflug. Die Gemeinde ist bekannt als Ausgangspunkt für Jurawanderungen. Und überall auf den Höhen werden sie kleine Bergbeizchen finden, wo sie fern vor allem Lärm und Qualm vom Unterland sich einfach richtig erholen können. Ein Tag hier auf Wanderschaft ist fast besser als einmal die Woche am Meer, sagt man. Einziger Punkt, der einem hier ein bisschen hindern ist, wenn man in unserem Baselbieter heimischen Riesling Silvaner im Dielenberger Himmellüpfer ein bisschen zu gut zuspricht, dann wird es allenfalls ein bisschen rank in der Sache. Aber probieren lohnt sich hier auf alle Fälle. Ja, es ist kein Belenkung hier bei unseren Eptingen, wie Sie gemerkt haben. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Von hier aus ist man gleichermaßen schnell in Basel, in Zürich oder eben auch in Bern. Wir liegen sozusagen zwischen den Polen, genau wie die Politik und der politische Oben von heute zu oben. Und zwar sowohl von den Gästen als auch von den Bußwortüberbringern. In diesem Sinne stoßen Sie an mit unserem Eptinger Wasser, das belebt den Geist und auch die Seele. Und man sagt auch, es sei gut für den Magen. Weil jetzt können Sie das brauchen, es kommt eine gewaltige Ladung an Informationen und an Referaten dazu. Und ich wünsche Ihnen von Herzen einen ganz schönen Abend bei uns im Oberbaselbiet. Besten Dank.